Als hier bei den Linken eben die ersten Prognosen verkündet wurden, da herrschte betretenes Schweigen. Eigentlich sollte die Wahlparty noch bis etwa 21 Uhr gehen, aber schon jetzt ist hier Aufbruchstimmung. Ich spreche jetzt mit Dietmar Bartsch, Fraktionsvorsitzenden der Linkspartei im Bundestag. Herr Bartsch, hatten Sie mit so einem schlechten Ergebnis gerechnet? Na, dass es so weit runtergeht, das habe ich nicht erwartet. Ich hatte doch schon etwas mehr gehofft. Aber man muss konstatieren, es ist ein ernüchterndes Ergebnis. Ich hätte mir das kaum vorstellen können in Brandenburg, wo wir mal fast bei 30% waren und jetzt sind wir bei 11. Ich glaube, wir müssen ein paar Grundfragen in unserer Partei stellen. Da geht es um die strategische Ausrichtung. Wenn wir bei der nächsten Bundestagswahl jetzt auch demnächst in Thüringen erfolgreich sein wollen, glaube ich, müssen wir diskutieren, verändern und dann wieder mit neuer Kraft antreten. Wenn es jetzt dabei bleibt, dann ist die Linke das zweitschlechteste Ergebnis der Linken in Sachsen und das schlechteste in Brandenburg seit der Wende. Woran hat es denn gelegen? Ich glaube, dass es vielfältige Ursachen gibt, aber eine hat damit zu tun, dass ein Gesamtproblem der Partei ist, was nicht in Brandenburg oder in Sachsen zu adressieren ist. Aber Fakt ist auch, in Brandenburg haben wir in besonderer Weise verloren. Das gilt es natürlich zu analysieren. Ich glaube, dass wir bei vielen Fragen noch mal ernsthaft diskutieren müssen. Ist es schlau, dass wir, obwohl es einen großen Kohlekompromiss gibt, der 2038 dann den Ausstieg festhält, dass wir als Linke dann für 30 oder 29 oder noch weiter vorne sind? Das verunsichert die Menschen dort. Ich finde, dass das alles diskutierbar ist. Aber so, wie wir es kommuniziert haben, geht das auf gar keinen Fall. Deshalb noch mal innehalten, die Niederlage eingestehen, präzise analysieren und Schlussfolgerungen ziehen. Noch mal, es muss Veränderungen in unserer Partei geben. Sie haben eben gesagt, es gibt große Probleme bei der Linken. Was ist das denn ganz konkret? Ja, wir haben erstens ein strukturelles Problem. Das hat damit zu tun, dass die Partei vor Ort nicht mehr so stark ist. Dieser Ruf, Interessenvertretung Ost zu sein, den können wir offensichtlich nicht mehr realisieren. Und dann gibt es die Grundfrage der strategischen Ausrichtung. Was ist der Platz der Linken im Parteiensystem? Was ist unser Markenkern? Ich plädiere dafür, dass die soziale Frage, die soziale Gerechtigkeit in Verbindung mit den ökologischen Fragen unsere Kernkompetenz bleiben muss. Aber das gilt es zu diskutieren. Ich bin weit davon weg, dass wir eine zweite grüne Partei werden sollten. Ich hoffe, das will niemand, sondern wir brauchen eine Partei, die links, die demokratisch und die dem demokratischen Sozialismus verschrieben ist. Kurzer Blick in die Zukunft. Sie hatten es eben schon angesprochen. Bodo Ramelow hat in 8 Wochen, steht dann nochmal zur Abstimmung, eher der einzige linke Ministerpräsident. Wie nervös ist man denn jetzt mit diesen Ergebnissen im Hinblick auf die Wahl in Thüringen? Na, die Wahlen sind nicht zu vergleichen. Bodo Ramelow hat 5 Jahre regiert und eine hervorragende Bilanz vorzulegen. Die Polarisierung wird dort anders laufen. Da ist die Frage, ob Bodo Ramelow Ministerpräsident bleibt oder ob es Herr Moring wird. Auch hier in den Ländern wissen wir, die AfD wird nicht in Regierungsverantwortung kommen. Und in Thüringen geht es schlicht darum, ob weitere 5 Jahre Bodo Ramelow Ministerpräsident bleibt. Die Voraussetzungen sind ungleich besser. Wir haben dort einen Top-Spitzenkandidat, wir haben eine tolle Mannschaft und wir haben auch eine andere kommunale Unterfütterung in diesem Land. Da bin ich zuversichtlich, aber auch da gilt es zu kämpfen. Vielen Dank für dieses Gespräch, Dietmar Bartsch.